Hi, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich dachte mir mal, ich drehe wieder ein ganz altmodisches Haul, also einfach nur sitzen und euch zeigen, was ich in letzter Zeit so gekauft habe. Manches habe ich direkt diese Woche erst gekauft und manches ist schon etwas länger her, aber ich finde das auch ganz cool, weil dann kann ich euch doch direkt sagen, wie ich das Produkt finde. Und dann würde ich einfach sagen, ich lege direkt mal los. So, ich hatte keinen Puder mehr und ich wollte unbedingt wieder so ein gelbliches Puder, also irgendwie so ein Bananapowder oder so. Und da habe ich das von Essence, das Brighten Up Bananapowder gefunden. Es ist jetzt gepresst. Ich hatte vorher so ein loses Puder, das fand ich auch richtig, richtig gut. Aber ich dachte mal, ich probiere das hier mal aus und muss auch sagen, ich finde es sehr gut. Also es mattiert sehr gut, es passt sich auch meiner Hautfarbe sehr gut an. Und ja, also ich kann dazu einfach jetzt nichts Schlechtes sagen, außer dass es mir schon kaputt gegangen ist. Aber das ist jetzt nicht die Schuld von Essence, sondern meine Dummheit. Und ja, also das hier kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr ein Bananapowder sucht. Was mir auch leer gegangen ist, ist ein Deo. Und zwar habe ich da eigentlich dieses hier. Das ist dieses I+M. Ich bin mir gerade unsicher, wie diese Marke eigentlich heißt. Das habe ich mir jetzt nicht nachgekauft. Meins ist eigentlich auch so gut wie leer. Das habe ich jetzt von einer Freundin bekommen. Zufällig. Ich habe am selben Tag mir nämlich eigentlich das hier gekauft, weil ich mal ein anderes ausprobieren wollte. Denn Alverde hat jetzt auch ein Creme-Deo. Das ist Bio-Bergamotte und Bio-Minze. Und das hier hatte ich schon. Also dazu kann ich euch sagen, finde ich sehr gut. Bei ihr zum Beispiel hat das nicht funktioniert. Also da muss man wirklich wahrscheinlich schauen, ob man der Typ dafür ist. Und das werde ich jetzt einfach mal testen, weil das habe ich jetzt auch gar nicht ausprobiert. Und ja, werde aber berichten. So, dann hatte eine Freundin letztens von... Okay, also nicht letztens, eigentlich hatte sie schon vor ein paar Monaten Geburtstag. Aber ich habe gefühlt letztens ihr erst das Geschenk gegeben, weil wir uns da erst gesehen hatten. Und ich hatte ihr so ein Paket zusammengestellt, wo so ein bisschen so nachhaltige Produkte drin sind, weil sie da auch jetzt mittlerweile ein bisschen drauf achtet. Und da hatte ich Glasstrohhalme bestellt. Und das waren aber so viele, dass ich mir so dachte, okay, die kann ich durch zwei teilen, dann habe ich auch gleich mal welche, weil ich hatte noch keine. Und das war einmal, waren das so ganz gerade und einmal, wo die so ein bisschen gebogen sind. Also es gibt von jedem immer 7 Stück in dem Paket, was ich jetzt zumindest hatte. Da kann man echt mal nachschauen. Ich verlinke euch einfach mal alle Produkte, die ich jetzt hier irgendwie bestellt habe oder gekauft habe, einfach mal unten in der Infobox, falls euch das interessiert. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert von denen. Ich trinke gefühlt alles mit Strohhalm jetzt. Also selbst ein Glas Wasser trinke ich jetzt mit Strohhalm. Und man hat ja auch das Bürstchen dazu, wo man das so sauber machen kann. Ich packe die immer in die Geschirrspülmaschine und ja, bin auf jeden Fall happy und werde noch weitere von denen verschenken. Dann habe ich einen Kauf gemacht, der war nicht so ganz spontan, aber mein Portemonnaie ging auf einmal kaputt. Also der Reißverschluss oben, der ging einfach kaputt und somit kann ich es nicht mehr komplett schließen. Und wenn ich Pech habe, entleert sich mein Portemonnaie, also zumindest das Kleingeld, in meiner gesamten Tasche. Und da habe ich jetzt mal geschaut, was ich mir denn kaufen möchte für eins. Und bin seit längerem schon bei dieser Papercut-Firma, Marke, hängen geblieben. Habe die auf Instagram auch abonniert und schaue mir das immer an. Und eine gute Freundin von mir hat es nämlich auch und ist sehr begeistert von den Portemonnaies. Und zwar haben die jetzt auch neue Portemonnaies. Die heißen, oh Gott, wie heißen die? Die sind jetzt mit diesem Sicherheitsdingens RFID. Das ist dieses, wenn andere Leute irgendwie so ein Gerät haben und das auslesen möchten, also auch Karten auslesen möchten, das funktioniert mit dem Portemonnaie jetzt nicht, weil das anscheinend irgendwie so geschützt ist. Keine Ahnung. Ich habe das jetzt einfach genommen, weil ich mir dachte, naja, kann jetzt nicht schaden. Also ich hatte das Problem jetzt noch nie, aber egal. Und ich habe mich für dieses Design hier entschieden. Also die haben wirklich sehr, sehr viele schöne Designs und ich fand das jetzt irgendwie am passendsten für mich. Ich würde mir aber bestimmt auch nochmal was anderes kaufen irgendwann. Und das Coole ist einfach, es ist halt aus Papier, aber es ist halt so reißfest, es ist umweltfreundlich, es wird in Berlin hergestellt, es ist handgemacht. Also ich finde das total cool. Man hat hier ein Fach für seine Scheine oder Papiere, die man mitnehmen möchte. Dann hat man hier dann direkt nochmal so ein bisschen kleineres Fach. Da kann man zum Beispiel die Buskarte oder irgendwas reinmachen. Dann hat man hier ein Fach, das ist so mit ganz leichten Magneten. Das ist das Münzfach. Ich bin mal gespannt, ob das praktisch ist. Also muss ich da mal schauen. Ich habe das nämlich heute erst ausgepackt. Das kam heute erst an. Und genau, und hier kann man dann Karten reintun. Und hier steht auch, dass man bis zu 12 Karten, glaube ich, reinmachen kann. Genau. Ja, und ich glaube, ich finde den Kauf richtig, richtig cool. Und kann euch das bestimmt schon empfehlen. Aber ich kann dazu auch nochmal eine kleine Review geben, wenn ihr möchtet, irgendwann mal. So, falls ihr es gesehen habt, also ich kann mir vorstellen auch gar nicht, weil ich achte da bei vielen auch nicht so drauf. Habe ich hier so Ringe und Ohrringe drin und ich folge seit kurzem Kisu wieder. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine YouTuberin und seit sie schwanger ist, folge ich ihr, finde ich ganz komisch, weil alle YouTuber, die gefühlt schwanger geworden sind, habe ich irgendwie
den folge ich gar nicht mehr, weil mich das aktuell einfach gerade nicht so interessiert. Aber ich fand sie jetzt irgendwie sehr interessant und sie hat so eine eigene Schmuckkollektion rausgebracht bei Rossmann. Und ich bin direkt da noch losgelaufen. Ja, eigentlich bin ich erst 2 Tage später losgelaufen. Und ich habe mir einmal hier dieses Ringset gekauft. Das hat 7 Ringe. Da muss man einfach gucken, welche Größe man hat. Es gibt S, M, M, L. Das war's, glaube ich. Und genau, ich freue mich mega, mega doll. Vor allem, sie hat auch gesagt, die sind halt vergoldet. Man kann sie auch tragen, wenn man Hände wäscht und alles. Und das finde ich halt mega toll. Oder wenn man duschen geht oder so. Und ja, also sowas finde ich einfach nur richtig toll. Und dann habe ich mir noch diese paar Ohrringe gekauft. Sie hatte noch andere mit so, mit mehr Hängezeug, sag ich mal. Die fand ich auch total schön, aber ich wollte auf einmal jetzt so über 30 Euro oder irgendwas ausgeben und deswegen habe ich mich dann eher für so kleine Stecker entschieden und so kleinere Hängeohrringe wie auch die hier, weil die kann ich auch ganz einfach auf Arbeit zum Beispiel tragen. Und die Ohrringe haben jetzt hier 9,95 Euro gekostet und die Ringe haben 12,95 Euro gekostet, aber falls ihr Kiso kennt und ihr folgt, wisst ihr das wahrscheinlich alles schon. Ich finde es total schön und freue mich darüber. So, dann bleibe ich mal bei Schmuck. Und zwar habe ich mir hier ein Armband bestellt, was ich mega schön finde. Das sind diese Armbänder, die man hier einfach so sich dran machen kann. Und ich trage das, seitdem ich das habe, fast nur noch. Also immer, wenn ich rausgehe und irgendwie mich ein bisschen herrichte, trage ich das nur noch. Dieses Armband ist von Glanzmädchen. Also ich habe die auch auf Instagram nur gefunden und ja, fand das mega, mega schön. Und ich habe auch einen Rabattcode, wenn ihr möchtet. Ich kann euch den mal hier unten hinschreiben und auch nochmal in der Infobox verlinken. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, es sind 15% oder 20% oder so. Ich schreibe das auf jeden Fall hier unten hin. Und da könnt ihr auch damit sparen, wenn ihr möchtet. Und die meinten auch, wenn ich möchte, kann ich den Rabattcode auch nochmal verlängern. Einfach für meine Follower oder Abonnenten auf YouTube. Und ja, das fand ich sehr, sehr cool. Also ich habe die einfach mal gefragt, ob ich das machen kann und es geht anscheinend. Also sehr cool. Also wenn ihr da Lust habt, die haben Armbänder, Ketten, Ringe, Fußbänder, richtig viel. Und ich finde auch mega, mega schön. Und das wird auch nicht rot. Also das habe ich auch schon in der Dusche getragen und so. Und ja, finde es seitdem auch, also total schön. Als ich bei Rossmann war, um den Schmuck zu kaufen von Kisu, habe ich auch gesehen, dass bei Rossmann wieder was im Angebot war. Und zwar diese Fruchtschnitten. Ich liebe diese Fruchtschnitten. Vor allem diese Mandel-Nuss-Fruchtschnitten. Wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich die so lecker finde. Also die kosten, wenn sie im Rabatt sind, 39 Cent, glaube ich. Und ohne, ich glaube, 54 oder so. Und ich kaufe mir die mega gerne für die Schule, einfach für zwischendurch. Oder ich stecke mir mal so einen Riegel ein, wenn ich so rausgehe. Und ich mir denke, na gut, bin jetzt vielleicht so ein bisschen unterwegs und weiß, kriege ich ja mal Hunger, dass ich erstmal so ein Fruchtschnittchen essen kann, bevor ich ordentlich esse. Und ja, also ist random, aber wollte ich euch mal zeigen, falls ihr die noch nicht kennt. So, dann habe ich mir auch bei Lush noch was gekauft. Und zwar, falls ihr dieses Video gesehen habt, wo ich so über Nachhaltigkeit spreche, sehr viel, habt ihr vielleicht gesehen, dass ich so ein Creme, also Gesichtsöl benutze von denen. Also es ist so ein fester Stein einfach. Und das habe ich mir jetzt nachgekauft. Das heißt Light Touch Facial Öl. Und das kann ich euch unten auch mal verlinken. Das kostet, ich glaube, 14,95 Euro, wenn ich mich täusche. Ja, nicht ganz 15, genau. Und ich hatte noch einen Gutschein davon. Und davon habe ich mir jetzt die beiden Produkte auch immer wieder gekauft. Und ja, ich finde das total gut. Das würde ich mir ja nicht nachkaufen. Ich finde das einfach nur, es ist so leicht und ich habe auch das Gefühl, man schwitzt dann irgendwie nicht. Also wenn man jetzt so das Problem mit Glänzen im Sommer mega hat, so, ich habe das Gefühl, das stoppt das irgendwie so komisch, aber keine Ahnung. Und hat es auch im Urlaub drauf. Ich habe das auch mitgenommen im Urlaub, weil die raten einem, man soll es bei nicht so warmen Temperaturen irgendwo rumstehen haben. Habe ich aber getan und es war dann irgendwie einfach auch cremiger. Man hat es leichter verteilt bekommen. Das fand ich irgendwie eigentlich auch gut. Aber ja, jetzt habe ich halt nur noch so ganz kleine Brocken, die ich da jetzt noch aufs Gesicht mache, um das aufzubrauchen. Würde ich mir aber, glaube ich, immer wieder nachkaufen. So, und dann kommen wir schon zu meinem vorletzten Produkt. Das ist jetzt nicht so nachhaltig und wahrscheinlich auch nicht ganz so gesund. Aber ich dachte mir, warum soll ich jetzt hier rumlügen und euch nur irgendwie total gute Sachen zeigen? Ich war nämlich auch wieder von Kisu, war ich angefixt. Und zwar hat sie so von Maybelline so ein Tattoo-Brow-Set irgendwie immer benutzt. Und das macht man sich auf die Augenbrauen und kann es einwirken lassen. Also man kann es, glaube ich, 20 Minuten einwirken lassen, dann hält es so 1 bis 2 Tage. Oder so, ich glaube, maximal 2 Stunden oder so. Das mache ich jetzt gerade immer. Und dann hält es bei mir so 3 bis 4 Tage. Ich glaube, es ist bei jedem nochmal unterschiedlich, wie er sich abschminkt, weil ich schminke mich generell nur mit Wasser ab und dann gehe ich auch mit Gesichtswasser drüber.
Genau, aber ich muss sagen, ach, und über Nacht geht auch, sehe ich gerade. Genau. Ich muss aber sagen, ich finde das richtig gut. Also, ich weiß nicht, ob ich es mir unbedingt nochmal nachkaufen wollte. Jetzt muss ich schauen, wenn das alle ist, weil es ist schon sehr teuer, finde ich. Es hat, glaube ich, jetzt um die 11 Euro gekostet. Ich werde mal schauen, wie lange das einfach hält, weil wenn es schon sehr lange hält, kann ich schon vorstellen, kaufe ich es mir nach. Ansonsten, so, und dann kommen wir zu meinem letzten Produkt. Das ist wieder nachhaltig. Und zwar habe ich mal wieder bei Kletterkreisel gestöbert, beziehungsweise hat jemand bei Kletterkreisel gestöbert und hat mich gefragt, ob ich Bock auf Tauschen habe und habe bei ihr nachgeschaut und habe dann diese Hose hier gefunden. Das ist einfach so eine kurze Tele-Jeans-Hose, genau. Und ja, fand das eigentlich ganz cool, weil ganz ehrlich, ich wäre nie darauf gekommen, mir jetzt eine kurze Jeanshose zu kaufen, weil, weiß ich nicht, ich hätte jetzt gedacht, ich habe jetzt genug Hosen. Ja, aber dann dachte ich mir so, ja cool, zum Tauschen, und wenn ich das jetzt auch ganz cool finde und die Größe passt, also das war eine Größe 34. Okay, also sie passt auf jeden Fall. Und ich bin, muss ich sagen, mittlerweile richtig happy, dass ich es wirklich gemacht habe, weil ich trage mittlerweile diese Hose wirklich nonstop. Liegt vielleicht auch daran, dass viele in der Wäsche waren, aber diese Hose trage ich gerade gefühlt nur noch. Also die ganze Zeit irgendwie nur noch. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber ist ja gut, das hat sich ja mega gelohnt, ne? Also bereue ich auf jeden Fall nicht diesen Tausch. Wer bis jetzt dran geblieben ist, den erwartet auch noch eine Verlosung, denn ich dachte mir, ich könnte mal wieder eine Verlosung machen. Ich glaube, meine letzte ist schon wieder relativ lange her und eigentlich mache ich die mal bei Aufgebraucht-Videos, aber ich möchte das Zeug jetzt einfach mal loswerden, weil vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ich Karten für die Glow wiederbekommen habe, gerade so erhascht sozusagen. Und ich glaube, da werden wieder sehr viele Produkte kommen und da die Glow ja schon bald ist, ich möchte, dass sie nicht schlecht werden oder keine Ahnung, was einfach nur verstauben und hoffe einfach, dass sich einer von euch freuen würde. Und da habe ich jetzt hier einfach nochmal ein Set zusammengestellt. Das passt vielleicht nicht komplett irgendwie so richtig gut zusammen, aber falls man das sehen kann, also ich habe hier so einige Produkte mir noch rausgesucht. Ich habe hier zum Beispiel einmal von Essence, ist das so ein Glow to Go, das sind so ganz viele, ich glaube das sind Highlighter. Ah ja, ist eine Highlighter-Palette. Die finde ich eigentlich mega cool, aber ich habe halt drei Highlighter. Und der eine zum Beispiel, das sehe ich, der wird ein Leben lang halten. Dann habe ich hier noch Handcremes, verschiedene Lippenprodukte. Ich habe hier noch Nagellacke drin oder noch eine Palette. Eine große Maske, die finde ich total witzig, aber ich benutze die halt einfach nicht. Und ja, ich hoffe, es freut sich jemand darüber und ich hoffe, ihr macht da fleißig mit, dass ich die verlosen kann. Was ihr dafür machen müsst, seht ihr einfach unten in der Infobox. Also ihr müsst immer ein Abonnent meines Kanals sein. Das ist bei jedem so. Am liebsten hätte ich auch noch, dass ihr einen Daumen nach oben da lasst und dass ihr mir mal unten noch eine Videoidee hinschreiben könnt, die ihr gerne mal sehen möchtet. Denn ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht so ganz, in welche Richtung mein Kanal eigentlich so geht, weil ich mache irgendwie gefühlt richtig alles so durch. Und ihr könnt mir mal schreiben, was ihr eigentlich gerne von diesen Videos schaut, was so eher weniger oder was ihr eher mal sehen möchtet. Ich habe auch überlegt, ein bisschen mal persönlicher zu werden. Also falls ihr so irgendwie Fragen habt oder so, könnte ich auch mal so ein Q&A oder so machen. Also da könnt ihr gerne mal eure kreativfreien Lauf lassen. Und ja, dann würde ich sagen, bevor das Video jetzt noch allzu lang wird, beende ich das jetzt hier an der Stelle. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich bald wieder. Tschüss!